Das ist eines der beiden Teile. Das kann ich beschreiben. Hat hier eine Ecke, da ist ein Dreieck dran, und hier eine Ecke, ein Dreieck dran. Wenn ich so aufrecht stelle, sehen Sie in der Mitte ein Viereck, sogar ein Rechteck. Und wenn Sie nachmessen, würden Sie sogar rausgehen, dass es ein Quadrat ist. Das wird dann auch noch sehen. Das habe ich nicht nur einmal, das habe ich zweimal. Das sind die beiden Teile. Das macht fast jeder als erstes. Dann gibt es auch solche Varianten. Auch ganz interessant. Die Leute glauben an Symmetrie, ist ja auch gut. Symmetrie ist ein starker und auch in der Regel guter Ratgeber. Und es gibt natürlich Menschen jeden Alters, die einfach genial sind. Und die es einfach anfassen und hinkriegen. Wir anderen brauchen vielleicht eine Hilfe. Wir schauen uns das hier nochmal an. Wir sehen hier Dreiecke, keine Vierecke. Wir sehen hier irgendwelche Winkel. Sie wissen wahrscheinlich, wie groß die sind. Leute, die ein paar Jahre aus der Schule weg sind, wissen es nicht mehr. Aber die wissen alle, dass das keine rechten Winkel sind. Hier habe ich aber ein Viereck mit vier rechten Winkeln und hier auch. Das heißt, wenn daraus überhaupt so eine Pyramide werden soll, dann müssen die beiden Vierecke verschwinden. Und bei zwei Teilen geht es eigentlich nur so, dass man die aufeinander setzt. Und das machen die Leute auch. Jetzt gibt es wieder zwei Sorten von Menschen. Die einen sagen, schon wieder falsch. Und die anderen können sozusagen kaum ihre Hände ruhig halten, weil sie wissen, ich muss nur noch ein Teil drehen. Ich drehe jetzt Ihnen mal dieses linke Teil und ich mache es ganz langsam, damit Sie das wirklich genießen können. Und achten Sie auf den Moment, in dem es bei Ihnen Klick macht, in dem Sie sehen, das ist eine Pyramide. Achtung, es geht los. Also spätestens jetzt sollte es Klick gemacht haben. Ich kann das nur empfehlen, man kann das beliebig oft wiederholen. Und der Moment kommt sozusagen immer früher. Also ich sehe zum Beispiel jetzt schon, ich weiß es nicht, aber ich sehe jetzt schon, was eine Pyramide wird. Ein super Experiment, in dem man ganz viel Mathematik rausholen kann, will ich jetzt nicht machen. Ich will Ihnen nur noch eine Sache zeigen. Ich nehme das eine Teil in meine eine Hand und das andere in die andere Hand, führe die so zusammen. Und Sie sehen, das ist genau die Haltung, die ich vorher hatte. Die waagrechte Kante und die senkrechte Kante, das ist die vergrößerte waagrechte Kante, das ist die vergrößerte senkrechte Kante, eigentlich steht wieder genau das gleiche Prinzip.